Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Microsoft Excel. Das letzte Mal haben wir unsere Tabelle erweitert, haben Verweise gemacht. Ich habe da die beiden Verweise noch drinnen gelassen mit S-Verweis und X-Verweis und haben darauf gekommen, ja, der X-Verweis hat schon diverse Vorteile. Den wollen wir an und für sich verwenden. Was wir auch drauf gekommen sind, ist, dass wir sagen, ja, ich kann ja da irgendwas eingeben. Ja? Ich möchte, dass meine Eingabemöglichkeiten hier in diesen Zellen beschränkt sind auf die Möglichkeiten, die ich habe. Gut. Ja? Wie machen wir das? Ja? Das machen wir so, indem wir die Zelle markieren, wo wir praktisch nur gewisse Eingaben zulassen wollen. Ja? Und dann gehen wir da oben auf Daten, ja? Und da gibt es da drüben gibt's Daten überprüfen. Und drücke einen Knopf und kriege eine Auswahl. Ja? Jetzt im Moment, das ist die Standardeinstellung, ist jeder Wert zugelassen. Ja? Klappen wir das einmal auf. Nur ganze Zahlen kann ich zulassen. Ich kann nur Dezimalzahlen zulassen, eine Liste, ein Datum, eine Zeit, eine Textlänge, ein Benutzer definiert, was ist das? Daten zwischen, Formel, kann ich irgendeine Formel, puh, ja, okay. Aber was wir an und für sich haben, ist eine Liste. Ja. Eine Liste, und zwar welche Liste sollen wir zulassen? Mit diesem Feld hier können wir das praktisch aussuchen hier. Da, das ist die Liste, die ich zulassen will. Ja. Von $A7 bis $A14. Immer $7, Dollar. Ja, also das ist fixiert, da wollen wir das hin. Ja. Und da sehen wir, aha, da kommt so eine Dropdown-Box, so ein Pfeilchen hier. Wenn ich darauf drücke, kann ich mir sogar aussuchen. Das ist aber nicht schlecht, ne? Das ist nicht schlecht. Kann man kaum meckern. Also wenn wir da wieder Datenüberprüfung sehen, Zellen-Dropbox. Kann ich auch ausschalten. Ja, jetzt muss ich es eingeben. Jetzt muss ich sagen, Brems. Dann sagt er, nein, das darfst du nicht. Ja? Wiederholen, Brems, Cell. Ah, darf ich auch nicht. Also, Brems, Cell. Das geht. Ja? Also, wenn ich dieses Zeug, dieses Zellen-Dropdown nicht angewählt habe, dann wird es zumindest die Daten überprüft. Ja? Und so können wir es jetzt aussuchen. Ja? So, jetzt möchte ich das hier auch. Jetzt kann ich hier natürlich, vielleicht geht das, schau mal. Das ist wurscht. Mit dem Pinsel geht es nicht. Mit dem Pinsel geht es nicht. Nein. Ist keine Formatierung, sondern das ist Daten überprüfen. Ja? Kann ich hier vielleicht irgendwo einstellen, so wie bei der bedingten Formatierung haben wir ja einstellen können, wo das gilt. Gell? Wenn wir Daten, kann ich da einstellen? Na, das ist nur für die eine Zelle. Ich muss praktisch zack, zack, alle Zellen markieren, wo ich diese Eingabe-Dings mache, und dann drücke ich drauf. Und dann sagt, ja, da kennt er sich schon aus, weil da sagt er, die Auswahl enthält einige Zellen ohne Einstellungen für die Datenüberprüfung, soll die Datenüberprüfung auf diese Zellen erweitert werden. Das will ich. Ja? Super. Das ist ein super Automatismus. Sag ich, ja. Ja, ja, da kriege ich das nochmal erhöhen. Ja, passt. Und dann, da haben wir es auch schon. Ja. Da haben wir es auch schon. So. Was ist? Ich muss jetzt was auswählen. Ich muss aus dieser Liste was auswählen. Ich kann nicht einfach nichts auswählen. Ja. Stört mich ein bisschen, dass ich da oben was drinnen stehen haben muss. Ja. Wie kann ich damit umgehen? Ich mache mit Steuerung Plus hier. Ja. Okay. Ein bisschen größer die Zelle. Größer und kleiner machen geht, indem ich da dazwischen hinfahre, bis sich das Cursor-Symbol so auf dieses Zeug da verändert, und dann kann ich das da mit der linken Maustaste nehmen, nicht loslassen und kann es verschieben, so wie ich das haben will. Ja. Und das wäre, wenn ich es mit markiere und die Formatierung übernehme, die Höhe passt sich an mit dem Pinsel. Gell? Also. Okay, da war mir nichts.
Nichts. Nichts. Ja. Was ist denn das? Wieso denn der 20 Euro Verkaufspreis? Ist da. Ach so. Die Gesamtkosten errechnen sich ja, gell? Lagerkosten, Stehungskosten. Da ziehe ich die Formel nach oben und hier ziehe ich auch die Formel nach oben. Passt wunderbar. Ja, nichts. Jetzt müsste der Reiche nichts auswählen können. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Jetzt kann ich wieder der Reinige, kann ich wieder sagen, Datenanalyse. Und jetzt muss ich das ändern. Das Nichts soll dabei sein. Danke, jawohl. Okay. Und jetzt kann ich das Nichts auswählen. Nichts gefunden. Achso, wieso nichts gefunden? Weil das natürlich auch noch nicht erweitert. Na schau das an. Da haben wir aber eine schöne. Aber das ist eigentlich auch ganz gut gelöst bei Excel. Schau, ich zeige das nochmal her. Hier, das ist der Bereich, um den es geht, und den kann ich hier an diesen Knopfes auf der Seite ebenfalls ganz gut anpassen. Ja. Passt. Und dann habe ich da. Mein Gott, jetzt kann ich das überall machen. Ja, hier sehen wir auch gleich wieder, der X-Verweis hat Vorteile gehabt. Da haben wir gesehen, wie schnell es beim X-Verweis gegangen ist. Und da kann ich jetzt jede Zelle nachwassern. Naja, sonst nichts zu tun. Mache ich jetzt nicht. Ich möchte Ihnen noch was herzeigen, und zwar unser Feld, unser eingabemögliches Feld ist jetzt das hier. Ja, und jetzt, Güter, vor der Bremsflüssigkeit mache ich eine Zeile hinzu, ja, und das Standlicht sage ich Fernlicht. Fernlicht, Materialkosten 3 Euro, Bearbeitungsstunden 0,1, Maschinen, das ist auch ein Einkaufsteil, sehr gut, Lagerkosten wird genauso viel kosten wie Standlicht, super. Verkaufspreis, machen wir auf 15 Euro. Jetzt habe ich das einfach dazu in der Mitte eingefügt, nicht am Rand, in der Mitte. Ja. Und jetzt schauen wir da, Fernlicht, tatsächlich auswählbar. Okay, also dieses Fernlicht, wenn es in der Mitte dazu kommt, dann wird dieser Bereich, um den es geht, automatisch erweitert. Auch der in den Formeln, schau, das ist da genau so aufgefunden. Das heißt, wenn ich drüber was dazufüge oder drunter geht es manchmal nicht. Wenn ich am Rand etwas dazufüge, dann wird der Bereich normalerweise nicht erweitert. Wenn ich in der Mitte des Bereiches irgendwas dazufüge, dann funktioniert das. Ja? Also das ist ebenfalls eine wichtige Erkenntnis. Wenn ich etwas dazufüge, dann in der Mitte. Oder vielleicht kann man den Bereich unten eine Leerzeile praktisch hinzufügen und dann schiebe die letzte Leerzeile, wo eigentlich nichts mehr drin ist, ja? Also wie wenn ich das jetzt da bis nach unten ziehen würde, ja? Dann schiebe ich die letzte Leerzeile einfach mit. Ja? Mit Steuern Plus oder Zellen einfügen, das funktioniert gut, muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, aber sonst geht's, muss man sagen. Ja? Gut, ja? Das sind also Eingabebeschränkungen. Das sind nichts anderes wie Beschränkungen. Was mich jetzt an dieser Tabelle, wenn man sich das ein bisschen anschaut, diese Tabelle, was mich an dieser Tabelle schon noch stört, ist, dass man praktisch alles auf einem Zettel hat. Das ist nicht übersichtlich. Das ist überhaupt nicht übersichtlich, meiner Ansicht nach. Ich möchte, dass die Abfrage, wir haben die Datensätze, ja, die Zeilen, wo die Daten drinstehen, und die Abfrage, wo ich fragen kann, wie viel kostet das und das und das, ist alles ein Murks. Ja, ein Murks. Deswegen schauen wir uns das nächste Mal an, was müssen wir machen, wenn wir so eine Tabelle, ein neues Blatt hinzufügen. Ja, neues Blatt in eine Tabelle dazufügen. Nächstes Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.